Über 210.000 Aktivisten gegen Lanz und keine Sau interessiert's. Das und mehr jetzt im Soundvlog. Hui, und damit herzlich willkommen zum 155. Soundvlog. Es gibt auch wieder Kaffee heute, von daher alles ist super. Wir freuen uns. Habt ihr Wetten, dass geguckt am Samstag? Ich muss ja sagen, ich war enttäuscht. Ich hab's nicht gesehen, keine Sorge. Aber keine Buhrufe, keine Protestaktionen, nicht mal irgendeine Femenaktivistin, die irgendwie auf die Bühne springt und so. Nichts ist passiert, obwohl diese Petition durch die Decke geht. Über 210.000 Unterstützer, darüber werden wir gleich reden. Wir werden aber auch Snow üben, natürlich, ein bisschen Gitarre üben. Muss auch heute sein, bevor ich meinen Kaffee trinke. Und damit fangen wir direkt mal an, gucken wir mal, was noch so geht. Oh, was habe ich denn hier für einen Sound? Ich habe heute ein gutes Gefühl. Ich bin ziemlich genau. Sehr, sehr schnell eigentlich ein ziemlich gutes Tempo und ein gutes Niveau erreicht. Da, 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 das war über 100. Da, 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 da. Das war über 120. Ich würde mal sagen, 130 könnte das gewesen sein. Eben hat es mir besser gefallen, aber das macht nichts. Wir gehen nochmal auf 100 Tempo, auf 100 Tempo 50. Ihr wisst, was ich meine. Tempo 150 und los geht's. Sehr gut. Dieser Applausknopf, der funktioniert immer erst beim zweiten Mal drücken. Da muss ich nochmal besser zielen üben. Aber ich muss auch hier besser greifen üben, denn wir gehen nochmal 10 Beats höher, 160. Teilweise schon sehr gut. So langsam verkrampfen schon meine Greiffinger wieder. Das ist mir ein Tick zu schnell. Wir gehen nochmal. Was war das? Ja, wir gehen nochmal auf Tempo 155. Thank you.
wesentlich besser, witzigerweise. Sehr cool. Gefällt mir. Dankeschön. Tempo 160 nochmal. Ich versuche die Bewegungen nochmal ein bisschen kleiner zu machen, damit ich einfach flinker bin. Weil ich bin ja immer noch 40 Beats vom Originaltempo weg. Das heißt, irgendeinen Trick muss es noch geben. Deswegen kleinere Bewegungen. Spielen wir mal alles ein bisschen leiser. Fürs Erste schon alles ganz in Ordnung. Wollt ihr mal hören? Ohne Klick. Wow, richtig sauber schon gespielt, oder? Das war doch, würdet ihr doch auch sagen, dass das sauber war, oder? Alle Achtung! Also, da habe ich mir noch einen kleinen Kaffee verdient und wir können ein bisschen mal darüber schwadronieren, was es eigentlich mit diesem Herrn Lanz auf sich hat. Das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt, weil es nicht nur um seine Person geht. Es geht sogar noch nicht mal um den Rundfunkbeitrag oder sowas, sondern es geht um so viel mehr als das, weil eben diese Online-Petition gegen Markus Lanz dem ganzen Thema eine ganz, ganz neue Dimension noch gegeben hat. Ich meine, 210 Unterzeichner, gerade in diesem Moment hier, ne? Es gibt noch 50 Tage verbleibend und keine Ahnung. Das ist gigantisch viel. Es gibt weit, weit wichtigere und relevantere Petitionen, die vielleicht 10.000, 50.000 Unterzeichner haben und bei so einem Thema wie, ja, hier diesen Markus Lanz Moderator, irgendwie stellt er blöde Fragen und der fällt linken Politikern ins Wort, ja, da engagieren sich auf einmal über 200.000. Ne, da fragt man sich schon so ein bisschen, warum ist das jetzt so? Und hinterfragt eigentlich das komplette System. Ja, bringen eigentlich diese Petitionen überhaupt was? Wenn so ein Thema über 200.000 Unterzeichner kriegt, selbst die Initiatorin dieser Petition sagt jetzt schon selber, das nimmt irgendwie unheimliche Züge an. Und ja, so ganz wohlig ist mir dabei auch nicht, weil irgendwie denkt man sich, das kann nicht so die Demokratie reflektieren, was da an Petitionen machbar ist im Internet. Und oft wird auch das Bild verwendet in der Presse, ja, im Prinzip, wenn man Lanz steinigen will, dann kann man das eben mit so einem kleinen Steinchen anonym von ganz weit weg mit einem Klick zur Unterstützung dieser Petition machen. Lanz hat sich ja, ich glaube, Spiegel Online hat geschrieben, Lanz hat gespottet über die Petition, aber Lanz hat das, glaube ich, ganz lässig weggesteckt oder es vielleicht auch so gesehen, wie es tatsächlich ist. Es gibt nun mal viele, die im Netz unterwegs sind, die einfach Lanz als den Buhmann der TV-Landschaft bezeichnen. Und er ist so irgendwie auf einmal das Gesicht von allem Schrecken und allem Grauen, der mit dem Niedergang des Fernsehens in Verbindung gebracht wird. Also, dass der Rundfunkbeitrag, also die Zwangsabgabe, dass jeder, auch wenn er nicht guckt, das zahlen muss oder so. Ja, dass das Programm, das Öffentlich-Rechtliche, sich immer weiter dem Privatfernsehen annähert. Solche Geschichten oder dass es nicht objektiv ist, dass jemand seine subjektive Meinung da sehr, sehr stark vertritt oder so. Das sind Vorwürfe, die sich eigentlich das gesamte Fernsehen mal auf die Fahne schreiben muss. Aber Lanz steht jetzt so ein bisschen repräsentativ für das alles.
Und das ist doch tatsächlich, oder auch was ich mich frage, ist diese Shitstorms, ne? Wie schlimm sind die eigentlich? Ja, weil klar, es hagelt mal so, vielleicht auch für ein paar Wochen, ja, aber oft auch vielleicht nur für ein paar Tage und dann ist es auch vorbei, dann interessiert es auch auf einmal keinen mehr. Ja, die Empörung, die ist so groß, wie sie ist, so schnell ist sie auch wieder vorbei. Ne? Von daher, das geht einmal so über einen drüber. Und wenn man jetzt Markus Lanz heißt und für 2 Wochen Urlaub gemacht hat und nicht im Internet war, hat er vielleicht nichts davon mitbekommen, von dieser ganzen Kritik, die auf ihn hereingeprasselt ist. Irgendwie ist es doch unheimlich, dass eine Petition, eine Online-Petition, die so viele, die im 6-stelligen Bereich oder sogar über 200.000, die so eine Unterstützung hat, dass die anscheinend ohne nennenswerte Konsequenz bleibt. Eventuell haut das ZDF einen Tweet raus, wo drin steht, ja Leute, haben wir kapiert, sorry. Oder, liebe Leute, so schlimm war es gar nicht. Oder so. Das ist das Einzige, was die Online-Welt sich erhoffen kann. Ja. Oder ich sag mal, das Allerschlimmste der Gefühle wäre, dass Markus Lanz sich entschuldigt sich für sein Verhalten gegenüber Sarah Wagenknecht. Und dann gibt es wieder die Ersten, die sagen, oh, Lanz hätte sich nicht entschuldigen dürfen. Denn es ist seine Pflicht, als Journalist und Moderator Politikern ins Wort zu fallen, wenn sie gerade ihr Parteiprogramm runterbeten. Und es ist auch letztendlich ist es auch die Berufsbezeichnung eines Moderators oder eines Journalisten oder eines Polit-Talkers, dass er auch auf Kosten der Höflichkeit einen Talk macht. Ja? Und Lanz ist so ein Mittelding. Ich glaube, das ist auch der Erfolg. Also ich meine, er hat Erfolg. Jede Form der Publicity ist letztendlich gut für ihn. Selbst wenn es Shitstorms mit Windstärke 12 sind. Nee, man muss wirklich sagen, er zieht sich so den Deckmantel der seichten Unterhaltung an. Ja, aber haut dann eben auch schon mal irgendwie so Fragen raus, wo es richtig pfeffrig wird, ne? Wo es richtig heiß hergeht. Und das hat so viele Ebenen, so viele Dimensionen. Und ich finde es echt schade, dass man jetzt so ein bisschen hinterfragen muss wieder, ja, was taugen denn diese Petitionen? Das finde ich richtig schade, weil es gab mal auch Petitionen mit 60.000 Unterstützern, wo man dann sagte, jo, jetzt muss die Politik auch wirklich aktiv werden, jetzt muss die Konsequenzen daraus ziehen. So, und ja, wenn jetzt mit so einem Wimpernschlag, mit so einer kleinen Sache da auf einmal 200.000 zusammenkommen, dann ist das irgendwie nicht die Konsequenz. Jetzt müssen wir Lanz erst recht rausschmeißen, den müssen wir jetzt komplett verbannen, am besten direkt aus Deutschland irgendwo ins Exil schicken, damit die Deutschen wieder glücklich sind. Das ist nicht die Konsequenz, sondern die Konsequenz ist, naja, diese ganzen Petitionen brauchen wir vielleicht alle nicht so ernst nehmen. Das ist doch irgendwie eine sehr, sehr bittere Erkenntnis, aber auch wichtig fürs Internet und für die Online-Welt, dass eben auch solche Strukturen andauernd wieder auf den Prüfstand gebracht werden und hinterfragt werden. Wir lernen nicht so viel übers Internet, wir lernen sehr, sehr viel über uns selbst und über die Massen. Was denkt ihr über die Online-Petition, über Markus Lanz? Würdet ihr auch sagen, ja, am Anfang war ich vielleicht empört, aber das ist jetzt auch übertrieben, ja, oder man muss jetzt auch nicht monatelang auf ihm rumhacken, oder seht ihr das auch so wie ich, dass ihr sagt, Lanz steht eigentlich wirklich auch nur repräsentativ für ganz, ganz viele Vorwürfe, die man der Medienwelt macht? Und welche sind das? Ja, also schreibt da mal was und danach dürft ihr wieder überspringen, denn ich werde noch einen kleinen zweiten Übeslot einfügen. Ich glaube, ich improvisiere gleich nochmal. Ich habe da Bock drauf. Ich habe das gestern nochmal so ein bisschen, ich habe mir ein paar Backing-Tracks angehört und mich hat es da schon sehr in den Fingern gejuckt. Von daher machen wir das gleich auch mal. Aber jetzt gucken wir erstmal, fangen wir ruhig nochmal langsam an. Schlimm, ist alles nicht schlimm. Ich muss viel lockerer noch greifen. Ich merke, wenn ich richtig spielen will,
wenn ich richtig spielen will, dann neige ich dazu, nach einer gewissen Zeit immer fester und verkrampfter zu greifen, weil ich denke, dann bin ich sauberer. Ich muss wieder diese Lockerheit wieder kriegen. Das ist das Wichtige. Deswegen nochmal langsam. Okay. Nicht gut. Es liegt immer noch hauptsächlich am Ringfinger, dass der nicht so ganz zielgerichtet auf seine Seite hier kommt. Das war schon besser. Na, jetzt war es der kleine Finger. Es ist aber auch schwer, diese Saiten richtig zu treffen. Der war super. Wenn ich das immer so hinkriegen würde, dann könnte ich definitiv schneller spielen. Aber ich merke auch schon, dass ich wesentlich befreiter reden kann, während ich spiele, während ich dieses Lick hier mache. Das war auch vorher nicht wirklich möglich, mich davon abzukapseln und frei zu machen und quasi gewisse Hirnareale dem Sprechen zuzuordnen. Und mich nicht so zu beherrschen zu lassen von diesem Lick hier. Von diesem, im Prinzip ist das auch ein Riff, oder? Ein Lick ist ja irgendwie eigentlich alles, ne? Alles, was sich in irgendeiner Weise irgendwo mal wiederholt hat, was in irgendeiner Form motivischen Gehalt ist, ist ein Lick. Locker bleiben. Super. Das war sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf den Prüfstand. So, wo sind wir bei Tempo 160? Erstmal wieder reinkommen, aber ich glaube, das schaffe ich jetzt. Der war zum Beispiel schon sehr gut. Doch, definitiv wesentlich besser als vorhin. Dann gehen wir mal auf Tempo 170. Ich denke mal immer noch triolisch. Ich will immer. Ist eigentlich doof. Ist aber wirklich schon schnell. Thank you.
schnell. Und das schaffe ich nicht. Tempo 165. Krass, ey. Nochmal halbes Tempo. Cool. Interessante Technik hier, die ich hier für mich jetzt mal ausprobiere. Die Methode, erstmal halbes Tempo zu spielen, bis ich den Eindruck habe, jetzt wissen die Finger, wo sie hin müssen. Wow. Naja, es war okay. Tempo 170. Versuchen wir das mal. Erstmal das. Das geht. Naja, okay, jetzt fahre ich das noch vor die Wand hier. Tempo 200. Okay, ihr seid alle mit dabei, wie ich mich nochmal blamiere im Originaltempo. Erstmal gucken, ob ich das Picking hinbekomme. Naja. Hoho. Tja, danke schön. Ich bin auch immer weit davon entfernt, ans Originaltempo heranzukommen. Bei Tempo 170 bin ich jetzt gerade. Mir fehlen noch 30 Beats. Das wird auch noch. Das werde ich auch noch hinkriegen. Ich werde gleich noch ein bisschen improvisieren, aber vorher möchte ich ganz gerne mal einen Blick in eure Comments werfen. Das habt ihr ja auch immer ganz gerne und ich gucke da sehr, sehr gerne rein. Ich gucke da umso lieber rein und trinke noch ein bisschen lauwarmen Kaffee dabei. Leider irgendwie ist das hier in der... So, Quentin Tarantino. Ach, das Drehbuch habe ich ja gefunden. Ne? Habt ihr euch das auch angeguckt? The Hateful Eight hieß das. Wo habe ich's? Hier ist es. Total interessant fand ich das. Da sind halt hin und wieder auch mal so ein paar handschriftliche Sachen drin. Noch so die Kapitel und so. Die werden alle... Wo haben wir es denn mal? Haben wir hier... Ja, hier. Was haben wir da? Chapter 5, Black Knight, White Hell. Oh yeah. Nee, wirklich, tolle Sache. Und mich hat vor allem das Ende interessiert. Mich hat interessiert, ob auch in diesem Fall wieder, genauso wie bei Django, alles in die Luft fliegt. Und natürlich fliegt alles in die Luft. Es ist auch cool formatiert. Ich wusste zwar, dass das so ist, aber es war nett, das auch mal zu sehen, wie so die Szenenanweisungen geschrieben werden, wie die Dialoge geschrieben werden. Das wird ja alles irgendwie durch Einrückung gemacht. Da wird nichts großartig formatiert. Da werden keine Anführungszeichen oder Doppelpunkte oder sowas gesetzt, sondern einfach eingerückt der Charakter und darunter dann der wörtliche Text, also die wörtliche Rede und alles, was so Szeneneinweisung oder Setting-Beschreibung ist, das wird ganz nach links, also ne, von euch aus da,
an den Rand geschrieben. Und wenn man sich dann mal so überlegt, okay, wie endet das Ganze? Soll ich mal irgendwas vorlesen? Down in the cellar, Jody looks up and can see the outline of Major Warren's body on all fours above him. He fires into the ceiling through the floor 3 times. Back up top, das ist also jetzt wieder oben, all 3 bullets explode from underneath. The wood floor and tear into Major Warren's body, rolling him over on his back. Domegue struggles for the pistol, drags John Ruth's dead body across the floor, closer, closer to Osvaldo's gun. Chris grabs Bob's fallen pistol and fires at Jody straight into the floor. Ja, jetzt tauschen die da schön Kugeln aus und so weiter. Ach, das anscheinend irgendwie durch eine Decke hindurch oder so. Ziemlich krasses Finale. Dann Chris Mannix, who has 5 bullets in him, as the brutal wind wipes around the room, collapses. Then on all fours, he crawls across the room, grabs a big woolly buffalo skin, wraps it around himself and falls, climbs into Minnie and Sweet Dave's big iron bed, where he rests, curls up and waits to die, as Osvaldo continues to roll around on the floor, holding his belly, screaming in pain. The end. Das ist doch ein schönes romantisches Finale. Ach, schade, dass das nicht verfilmt wird. Aber ich glaube, Quentin Tarantino hat ungefähr 10 Drehbücher in der Schublade. Und es ist aber wirklich nicht schön, dass sowas vorher geleakt wird. Okay. Interessiert dich eigentlich die NAMM-Show, fragt The Bad Fred. Ein bisschen ja, aber ich meine, die ist in Amerika, ne? Da werde ich ja so einfach nicht hingehen können. Aber da werden natürlich auch immer sehr, sehr interessante Produkte neu vorgestellt. Ne? Von daher im Prinzip ist das schon cool. Und Stevie Wonder ist, glaube ich, immer da. Ne? Ist das nicht so? Moritz Schmidt schreibt, kaum, dass du wieder Snow übst, fällt bei mir kiloweise das weiße Zeug vom Himmel. Und du wünschst mir gute Besserung. Ja, mir geht's besser, danke. Witzig, bei uns hat's nicht geschneit. Niklas Mattes schreibt, ich habe eine Stauballergie. Ah, okay, das ist interessant. Und jeden Morgen muss ich einmal niesen und mir die Nase putzen. Danach geht es. Wenn ich bei Freunden bin, die ein bisschen Staub im Zimmer haben, dann merke ich das sofort. Geh wirklich zum Arzt und vielleicht musst du einfach eine Desensibilisierung machen. Der Stoff, auf den du allergisch bist, wird dir zum Gewöhnen gespritzt. Aha. Ja, wenn das funktioniert, ich werde definitiv irgendwann mal zum Arzt gehen. Ich muss mich eh noch mal so ein bisschen rundum ein wenig checken lassen. Erstmal ist Zahnarzt dran. Habe ich morgen einen Termin und mal gucken, wie es weitergeht mit allen anderen Ärzten. Better Producing schreibt, ich bin auch Tarantino-Fan, vor allem seine Filme mit Walz. Ja, und ich würde mich auch verarscht fühlen, wenn jemand das veröffentlichen würde. Der Film wäre sicher toll geworden. Ich habe deine Nieser sogar übersprungen. Nicht. Ja, ja, ich weiß. Meine Nieser, die sind natürlich Highlights des Soundvlogs. Ich bin im Winter auch dauerverschnupft und verkühlt, also kann ich mit dir mitfühlen. Wieso ist der Soundvlog immer dann kurz, wenn ich viel Zeit habe? Nein, Spaß, gute Besserung. Da muss ich übrigens jetzt mal drauf achten. Gleich hört hier wieder die Aufzeichnung auf und ich muss das Video neu starten. Corvin Sound schreibt, ich bin auch großer Tarantino-Fan. Aus dem Drehbuch könnte man bestimmt auch ein Theaterstück machen. Ja, das klingt auch interessant. Wobei diese ganze Action, diese ganzen Explosionen, da müsste man sich was einfallen lassen. Peter Sixth schreibt, Tarantinos Filme sind irgendwie alle scheiße brutal. Ja, das soll irgendwie Kunst sein und er überzeichnet und so, aber ich finde das alles kacke. Den Django-Film habe ich allerdings mal geschaut, aber es ist und bleibt das gleich. Ich werde den zumindest kein zweites Mal gucken. Mhm. Okay, das ist interessant, weil du hast natürlich recht. Die Tarantino-Filme leben sehr, sehr viel von Explosionen und auch wieder von der Frage, muss das eigentlich sein? Oder ich frage mich selber, würde ich die Filme auch so gut finden, wenn ich nicht so viele Explosionen da drin hätte? Und die bittere Wahrheit ist, wahrscheinlich nicht. Also irgendwie stehen, glaube ich, auch viele Menschen auf diese kollaterale Zerstörung. Ja, dieses unglaublich übertriebene Spritzen. So, jetzt hat die Kamera aufgehört. So, jetzt einmal gucken. Kriege ich die jetzt hier wieder an? Das wäre der Wahnsinn, wenn ich das über mein Handy wieder in Betrieb nehmen könnte, aber es sieht wieder schlecht aus. Ich drücke einfach mal auf diesen Knopf hier. Passiert irgendwas? Nö, ne? Nee, das Ding ist, ich
Wartet mal, ihr überspringt das natürlich, ne? Oder nimmt es wieder auf? Nein, okay. Also, jetzt muss ich erstmal gucken, dass hier meine ganze Software wieder startet. Jetzt bin ich nämlich in zweierlei Hinsicht überfordert. Zum einen ist meine Fernsteuerungs-App gerade Standby, weil ich ja Kommentare vorgelesen habe übers Tablet. Und die Kamera ist auch Standby. Doch, sie nimmt wieder auf. Witzig. Dann scheint das ja hier geklappt zu haben. Ich hoffe nur, ich bin jetzt nicht out of focus. Okay. So, aber die Fernsteuerungs-App, das macht mir Sorgen. Ich habe ein Update installiert und hatte gedacht, na, vielleicht funktioniert's ja. Das sieht aber schlecht aus. Es ist alles stehen geblieben. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir die mal beenden, richtig? Beenden wir die mal komplett. Das hätte echt Nachteile, weil dann könnte ich nichts mehr überspringen. Oder ihr könntet nichts mehr überspringen. Komm schon. Starte. Wisst ihr, wie teuer die App war? Über 40 Euro. Und die stürzt quasi jeden Tag ab bei mir. Aber es gibt leider keine Alternative. Es gibt nichts, was annähernd den Funktionsumfang hat wie das da. Von daher ging es nicht anders. Naja, warten wir mal ein bisschen. Dann improvisieren wir noch ein bisschen, machen dann irgendwann Schluss. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir jetzt gerne schon eure Meinung zu... Was hatten wir jetzt heute als Thema? Markus Lanz im Prinzip, ne? Aber natürlich auch gerne zu meinem Gitarrenspiel hinterlassen. Auch gerne, was ihr als nächstes von mir hören wollt oder ne, was ihr meint, was mich vielleicht beim Gitarrespielen noch sinnvoll weiterbringen würde. Da bin ich sehr, sehr offen für. Ansonsten gucke ich jetzt erstmal nach Backing Tracks. Gitarre, Backing Track, Jazz hatte ich mal eingegeben und nicht, dass ich jetzt hier großartige Super-Jazz-Improvisationen drauf hätte. Aber den hier, ja, den fand ich cool. Damit versuche ich mich jetzt mal. Alles, was in A ist, hat ja hier eine ganz dankbare Tonlage. So, ach cool, meine Fernsteuerung hat sich wieder gefangen. Von daher überspringt, wenn ihr das nicht mehr sehen wollt. Aber ich kann euch das sehr, sehr ans Herz legen, hier ein bisschen mitzugrooven und ein bisschen mitzusmoothen. Und los geht's.
Thank you.
Oh, noch einen Durchlauf. Dankeschön. Also wenn ihr mich fragt, das war die beste Improvisation, die ich hier je gemacht habe auf der Gitarre. Ich hatte jetzt zum ersten Mal den Eindruck, dass ich auch so ein bisschen die Ideen, die ich habe, auf dem Instrument umsetzen kann. Das ist natürlich auch das Wichtigste. Ja, ich habe natürlich hier die Musik richtig schön laut gehabt. Also ich hatte echt Spaß bei der Sache. Das wäre mir auch vorhin zu leise gewesen. Ich habe bestimmt nochmal 10 dB draufgehauen hier, damit ich hier richtig gut in Fahrt komme. Und ich habe gemerkt, wenn ich meine Gitarre ein bisschen leiser mache, dann füge ich mich auch ein bisschen besser ins Bild ein. Dann wird die auch zwangsläufig ein bisschen cleaner. Das gibt dann eher so ein Jazz-Flair. Und das führt dann auch dazu, dass ich wiederum weniger angestrengt spiele. Also die Griffe sind etwas lockerer, das Picking ist so ein bisschen leichter. Und ich merke, ja, okay, ich bin noch nicht so ganz schnell bei der Sache. Aber es gibt so ein paar Licks, wie zum Beispiel das hier, ne? Das habe ich ja jetzt wirklich schon bis zur Perfektion durchexerziert. Also so triolisch mit auf der Pentatonik raufgehen. Oder auch, ja. Die Bendings klappen schon viel, viel besser. Vorher war es ja noch, ihr erinnert euch vielleicht, aber ihr könnt gerne mal auch ein bisschen stöbern in den alten Videos. Vorher war das ganz oft so, dass ich quasi vor einem Bending und nach einem Bending ungefähr 3 Takte Vorbereitung und Nachbereitungszeit gebraucht habe. Und dann, naja, so richtig toll war das Bending dann auch wiederum nicht mehr. Von daher ist es wichtig natürlich, dass man es auch eingebaut kriegt und an sinnvollen Stellen macht und das eben auch einwebt in einen gewissen Kontext, der musikalisch dann auch Sinn macht. Ja, und so ein paar Ideen fand ich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Das hat teilweise sehr gut getragen. Wie lange haben wir denn gespielt? Wir haben über 10 Minuten soliert. Alle Achtung. Also mir wurde nicht langweilig, muss ich dazu sagen. Wie habt ihr das empfunden? Fandet ihr es cool? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ich merke wirklich, dass ich immer besser werde. Das ist ja auch theoretisch nichts Überraschendes, aber für mich definitiv verblüffend. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, boah, Leute, spielt, macht Musik. Ey, das ist so geil, ne? Man wird besser und man wächst so über sich hinaus permanent. Ne? Man merkt jedes Mal aufs Neue, dass man wieder ein bisschen mehr kann. Und das ist so ein ich kann das nicht beschreiben, was für ein tolles Gefühl das ist. Aber es ist fantastisch. Es macht so viel Laune. Auch das verzeiht auch so viele Strapazen, ja, so viel Tonleiter üben. Guckt mal, so viel habe ich ja gar nicht geübt an Technik oder so, ne, an irgendwelchen stupiden Sachen. Ich habe mich ja doch sehr, sehr stark auch an konkretem Material orientiert und muss wirklich sagen, so langsam habe ich das Gefühl, diese Gitarre zu verstehen. Gerade wenn ich soliere und es hinkriege, meine Gedanken so halbwegs zu verklanglichen, das ist für mich ein unglaublicher Meilenstein, was das Gitarrespielen angeht. Mann, 155 Soundvlogs hat das gebraucht, um doch sich das in dieser Form jetzt mal in der Intensität auch und der Eindeutigkeit vergegenwärtigen zu können. Ihr Lieben, ich werde wahrscheinlich nach einem Jahr diesen Soundvlog hier beenden, weil das einfach ein enormer Aufwand ist. Das heißt, wir werden auch, ja,
langsam aber sicher auf die Hälfte, auf das Bergfest des Soundvlogs zusteuern. Ne, was ist die Hälfte von 365? Könnt ihr gerne mal ausrechnen und mir in die Comments schreiben, damit ich auch weiß, wann ich den Sascha unbedingt wieder hier haben muss. Ich hoffe, ich schaff's vorher auch nochmal, weil es ist natürlich wichtig, auch einen Lehrer nochmal zu haben, der einem dann doch nochmal ganz, ganz entscheidende Impulse geben kann. Aber morgen wird das wahrscheinlich noch nicht so weit sein. Wir werden uns morgen nämlich mit viel, viel spannenderen Dingen noch befassen. Seid auf jeden Fall gespannt und morgen wieder dabei, wenn es wieder heißt, Klaus Kauka übt Gitarre zum 156. Mal. Macht's gut, bis morgen.